Moin und willkommen beim neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, mein ID.3, den kennt ihr, der steht jetzt hier beim Autohaus Möbus in Weißensee. Und das hat einen besonderen Grund, nämlich ich bekomme jetzt das Update 2.4. Das ist eine Serviceaktion, bei dem bei einigen ID.3 Modellen die 12-Volt Batterie getauscht wird und ein Update aufgespielt wird. Worum es genau geht und was genau passiert, das hoffe ich, wird mir drinnen nochmal eben erzählt. Und dann habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Der Wagen sieht aus, ich komme jetzt direkt von der Autobahn, nennt mich Mörder oder so, ja, aber alte Witzka. Also im Moment ist es wieder ganz schlimm mit allem, was hier so durch die Gegend fliegt. Egal, ich hoffe auch, dass ich eine Ersatzmobilität gestellt bekomme, denn ihr seht es schon an meinem Shirt, dort findet das Guns N' Roses Open Air statt und da wäre es natürlich prima, wenn ich ein Fahrzeug bekommen könnte und wenn es dann noch elektrisch ist, das wäre natürlich super. So, aber das soll mir jetzt das Auto aus Möbus mal erklären. Gehört übrigens zur Volkswagen Group Retail Berlin, also VGRB. Und ja, lass uns einfach mal reingehen und anhören, was jetzt genau passiert mit meinem ID.3. So, dann gucken wir mal und gehen jetzt rein ins Autohaus. Ich bin mal gespannt, ob ich erwartet werde. Ich kenne das ja schon hier. Also ist echt also riesig hier. So, und dann gehen wir mal zum Schalter. So. Servus. Hi. Hallo. Ich soll mein ID.3 abgeben. Genau, Stefan. Ja, das stimmt. So. Ich nehme die Fahrzeugschlüssel einmal entgegen. Ja, cool. Ich habe einen. Wo sind abgestellt? Da vorne an der Ladesäule. Okay, super. Dann bringe ich sie zu dem Herrn Rocky. Ja, klingt gut. Wie auch immer das ist. So, genau. Einfach mir folgen. Unauffällig. Na klar. Immer, immer, immer unauffällig, das wisst ihr. So, ich glaube, das ist mein Mensch. Moin, hi. Hi, na? So. Hast du gut hergefunden? Ist von der Weltreise von Adlershof, aber... Berlin kann das schon mal zur Weltreise werden, ja. Ich werde ja gut betreut hier, das ist, deswegen bin ich ja gerne bei euch, ja, ne? Perfekt. Willst du Platz nehmen? Wir ja, ich bin Platz. Ja, ja, genau, richtig. Wir haben einen Termin zusammen. Genau, das ist das Stichwort, Termin. Jawohl. Ich hoffe, es passt für dich. Unser Auszubildende Jolien kommt heute mit rüber. Ja, gerne. Und wir haben ja den Termin heute für dein ID.3. Neues Update ja. Und 12-Volt-Batterie. Und 12-Volt-Batterie. Genau. Das ist schon mal genau das Stichwort. Ne? Also ich habe es ja bereits erwähnt, ich wurde ja angeschrieben von euch zu diesem Termin genau. Und zu der Serviceaktion. Und ja, das heißt, Schlüssel hast du mir abgenommen. Genau. Und jetzt sagst du, also es wird jetzt was gemacht genau? Es wird genau gemacht, ein kleines Update erstmal, also so ungefähr hat so einen Stundenumfang. Ja. Dann wird die 12-Volt-Batterie getauscht, weil wir dann ein ganz großes Update draufspielen. Neue Batterie, großes Update. Ja. Also nochmal ganz wichtig, ne? Die 12-Volt-Batterie jetzt nicht, dass falsche Sachen irgendwie kommuniziert werden. Es handelt sich natürlich nicht um den Fahrakku, es ist die 12-Volt-Batterie, die eigentlich jedes Auto, jeder Verbrenner eigentlich alle haben. Und ja, auch ein Elektroauto braucht eine 12-Volt-Batterie. So sieht's aus. Genau, ja, cool. Und dann höre ich so raus, großes Update, kleines Update, Batteriewechsel, ein Tag. Genau, ein Tag muss das Auto hier bleiben. Wir würden dich auch mobil halten für den Tag, wenn es für dich passt. Kannst Seht du dir du? Natürlich... Das ist ja geil. Ihr wisst ja, ich habe Termine. Genau, wir haben natürlich auch Elektrofahrräder, aber ein Auto für Guns N' Roses wäre wahrscheinlich besser. Ja, es deswegen. Geht nach Hannover. Also insofern, also genau. Ersatzmobilität, mega gut. Genau, das also wir haben so. Auch ein ID.3 für dich, für den Tag. Ja, cool. Und dann sollte er morgen fertig sein. Ja, dann machen wir das so und ja, dann hole ich mir jetzt den Schlüssel ab und dann geht's los. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, Stefan. Ich danke dir. So, ich bekomme jetzt gleich noch ein Ersatzfahrzeug und hier stehe ich nochmal beim ID.5, den kennt ihr aus meinen Videos. ID.4, das ist wirklich auch schon länger auf dem Markt, das Fahrzeug. Ich kriege ein ID.3, glaube ich. Und genau, hier ist der Schlüssel. Ich danke dir. Jetzt bin ich beruhigt, jetzt habe ich Schlüssel. Jetzt geht's ab zu Guns N' Roses nach Hannover. Es wird ein bisschen gerockt und morgen bin ich dann wieder bei euch und hole mein Auto ab. Also, bis morgen, danke dir. Tschüss. So, dann wollen wir mal gucken. Ich soll raus und rechts und da ist dann der siehst du, da ist die Alpitronic. VW rüstet auf. Eine Alpitronic-Ladesäule. Seht ihr hier, ne? Und hier ist mein Mietwagen. Und wie ihr unten sehen könnt,
Autohaus Möbus hier von der Volkswagen Group Retail Berlin, VGRB abgekürzt. Und ja, hängt hier an der Ladesäule noch. Und guckt euch das mal an, die ist im Kiosk-Modus, das heißt Free for All. Das darf ja auch keiner laut sagen, ne? Aber es ist halt eine Alpitronic, ne? Ich stehe hinten noch an der Compleo, beziehungsweise stand da ja gestern an der Compleo. Ja, insofern, das ist sogar ein First, hat auch die 20 Zöller drauf. Damit fühle ich mich ja wie zu Hause, Mensch. Also danke nochmal hier an VW, an das Autohaus Möbus für die Ersatzmobilität. Damit geht es jetzt zu Guns N' Roses. Und dann sehen wir uns quasi morgen wieder, wenn ich dann mein Auto abhole. So, da bin ich wieder. Konzert war mega. Die haben es halt immer noch drauf. Aber deswegen sind wir nicht hier, sondern wir sind natürlich hier, um mein Auto abzuholen. Ich bin ganz gespannt, ob das mit dem Update jetzt geklappt hat. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Beziehungsweise hoffe ich, dass ich mein Auto zurückbekomme. Und ach, guck mal, wer da schon kommt. Ich drehe euch mal hier. Ich hab dich schon gesehen. Ja, hi, Jenny. Wir gehen gleich durch zu Rico. Ja, machen wir gerne. Ja? Genau. Fahrzeug ist fertig. Fahrzeug ist fertig, habt ihr es gehört? Ha. Sehr gut. Rico. Hi, ja, so. Grüß dich. Ja, hast du das Konzert überlebt? Oh ja, du, leichtes Piepen auf den Ohren, aber ich glaube, das gehört dazu. Aber man muss sagen, die alten Rocker von Guns N' Roses haben es immer noch drauf. Ja, perfekt. Also tatsächlich. So richtig geil. Sein. Ja, absolut. Julie sagte, Update hat geklappt. Ja, hat ich bin alles beruhigt. Super geklappt. Auto ist fertig, steht auf der Pole Position draußen, frisch gewaschen, ausgesaugt. Oh, frisch gewaschen, da sagst du was. Nenn mich Mörder. Ey. Ja. Die Karre sah aus, ich hab's euch vorhin ja gezeigt. Ei, der Witz. Ja, die Wäsche hatte ordentlich zu tun auf jeden Fall. Super. Ja, hier ist auf jeden Fall dein ID3. 2.4 ist jetzt drauf. Genau, jetzt ist er bereit für 3.0 Over the Air. Sauber. Und, ja, hat alles super funktioniert. Cool. Reibungslos. Ja, bedanke mich bei euch. Nehme mein Auto jetzt empfangen und ja, dann gucken wir noch mal eben kurz, ob sie im System irgendwas getan hat oder so. Ich denke zwar nicht, aber das, wie gesagt, das machen wir jetzt draußen. Euch sage ich jetzt tschüss. Irgendwann schön feiern, wenn es soweit ist. Ne? Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Genau. Aber für Updates muss ich jetzt ja nicht mehr herkommen. Na dann. Ciao. Genau. Mach's gut, alles Gute. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wo mein Auto steht. Ich bin echt gespannt, ob sie den Wagen gewaschen haben. Der sah ja schon ein bisschen derbe aus vorhin mit den ganzen Insekten, die ich von der Autobahn aus aufgesammelt habe. Aber da ist er und der ist sauber, er ist sauber. Also, vielen Dank an das Auto aus dem Möbus, dass sie mir tatsächlich die Karre nochmal richtig sauber gemacht haben. Das sieht sehr gut aus. Und ja, jetzt gucken wir uns mal eben an, was das ganze Thema Software-Update im Innenraum jetzt zu zeigen hat. Quasi, also ich bin ganz gespannt und ich nehme euch einfach mit. So, dazu hinein in die gute Stube. Ich muss erstmal gucken, dass so die Musik nicht jetzt gleich angeht, weil werde ich gleich wieder geclaimed, das kenne ich ja. Okay, also. A, das habe ich euch eben schon, habe ich das eben gezeigt hier? Ich habe noch so einen Flyer mitbekommen. Ne? Etwas liegt in der Luft. Update auf ID Software 3.0. Den gucken wir uns gleich mal eben an. Lass uns mal eben auf das ganze System hier gucken. Und zwar blendet gerade ein bisschen, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Setup, Systeminformation. So, jetzt seht ihr da oben, dass hier noch steht. Ah, oh, die Webradio-Dings sind immer noch da. Ich hasse sie, ne? Aber egal. Also, 2.3 steht da noch. Und hier, da ist was Neues. Software 0912. 0912 heißt auf gut Deutsch, ja, du hast jetzt 2.4 auf dem Auto drauf. Es wird oben aber in der ID-Software selber nicht als Versionssprung angezeigt auf 2.4. Sprich, wenn ihr jetzt Installation auf 2.4 hinter euch habt, wundert euch nicht, dass oben noch 2.3.0 steht. Ihr seht tatsächlich nur an der Software hier, die 0912, dass sich was geändert hat. Und das ist auch genau richtig so. Das Wichtigste ist ja ohnehin, dass ihr jetzt damit ready für 2.3, was rede ich denn hier, für 3.0 seid. Und 3.0, wie gesagt, da habe ich jetzt ja diesen Flyer bekommen und da möchte ich jetzt mit euch mal eben drauf gucken. Sprich, da ist so ein kleiner QR-Code drauf.
So, seht ihr den unten? Und damit kommt ihr auf eine Landingpage und das probiere ich jetzt mal mit euch aus. Dazu gebe ich die Kamera mal in diese Position. So, ich fahre nicht, weil ich will ja hier was gucken. So, Kamera. QR-Code auf Volkswagen. So, so, Volkswagen, ihre Vorteile und so weiter. Da steht ganz viel zu Updates. Da, ID-Software 3.0. Und da steht da, mit dem neuen Over-the-Air-Update Software 3.0 wird Ihr ID mit weiteren Funktionen und Optimierung ausgestattet. Profitieren Sie zum Beispiel von Verbesserung des Lade- und Energiemanagements, der Navigation, der Sprachbedienung und viel mehr. Die ID-Software 2.4 ist Voraussetzung für dieses Update. Für den Empfang des ID-Software 3.0 Over-the-Air-Updates wird ein WeConnect-Vertrag und ein Volkswagen-ID-Benutzerkonto benötigt. Ja. Das habt ihr natürlich, wenn ihr angemeldet seid, ne? Also kann ich euch ja nochmal zeigen hier, da steht mit WeConnect verbinden, das habt ihr sicherlich und ja, dann ist hier noch was mit der ID 2.4, tauscht der 12 Volt Batterie und mehr zum Werkstatt Update. Also auf der Landingpage könnt ihr noch sehr, sehr viele Sachen sehen und wie gesagt, wenn ihr jetzt hier bei der 3.0 nochmal drückt oder so, dann stehen hier natürlich auch die ganzen Features. Da gibt es noch ein paar Movies dazu. Warum sollte ich das installieren? Also da könnt ihr euch dann nochmal wirklich durch das ganze Prozedere durchklicken. Hier seht ihr auch, dass die 3.0 auch aus zwei Teilen bestehen wird. Steht da auch, das 3.0 Update wird in zwei Teilen durchgeführt. Okay, im Online-Modus muss der sein und so weiter. Ja, das ist doch sehr gut. Dann gibt es hier noch, es steht hier ausführliche Informationen, Fotos und Erklärfilme, Lademanagement, Navigation, Komfort, In-Car-Apps und Funktionen, mehr mobile Online-Dienste. Ja, also nichts Neues oder beziehungsweise das, was es nicht irgendwo schon als Gerüchte gab, beziehungsweise was natürlich auch von mir schon gezeigt wurde, der 3.0 Software schon fahren durfte. Aber da muss man schon sagen, ich freue mich drauf und insofern jetzt erstmal einen großen Dank an das Autohaus Möbus, weil hier drin ist auch übrigens gesaugt worden. Seht ihr? Also da ist alles schön sauber jetzt. und an die Volkswagen Group Retail Berlin natürlich, zu dem das Autohaus Möbus gehört. Ich werde mir den Flyer jetzt mal noch zu Gemüte führen. Hat alles super funktioniert, auch natürlich mit dem kostenlosen Leihwagen. Mega, mega coole Aktion. Besten Dank nochmal. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich bin wieder in Berlin, wie ihr seht. Das Konzert habe ich schon erwähnt, war mega. Wie gesagt, ja, meine Ohren werden es mir nochmal irgendwann danken. Aber falls es für euch was zum Thema 3.0 gibt, dann könnt ihr euch sicher sein, das seht ihr natürlich hier bei mir auf dem Kanal. Sobald es damit losgeht, das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern. Aber ich bin da wirklich froh, Dinge, dass es dann auch bald losgeht bei mir. In diesem Sinne, gern Daumen hoch oder Daumen runter für das Video. Ihr dürft mir aber dann sagen, warum der Daumen runter geht. Ne? Das interessiert mich immer sehr. Könnt den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Ein Abo ist immer kostenlos, niemals umsonst. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Schwungvoll, wenn es alles rund um die E-Mobilität gibt. Also bis dahin, ciao.